Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, eine gute Vermittlungsnachricht haben wir heute nicht. Die vor einer Woche vorgestellte Schäferhund-Seniorin Maxi hat bisher leider keine Interessenten. Die Tiermitarbeiter hoffen weiter auf Schäferhund-Freunde mit einem großen Herzen. Im Fokus steht heute die kleine West Highland Terrier Mischlingshündin Kira, die ihre Besitzer aus Zeitmangel in der Achinoa abgegeben haben. Schon bei der ersten Begegnung mit der freundlichen Kira kann man erkennen, was ihr wirklich fehlt. Sie braucht Menschen, die sich um sie kümmern. Bei den Fotoaufnahmen konnte sie gar nicht genug Schmuseeinheiten von Tierheim-Mitarbeiterin Josephine Kreuzburg bekommen. Die kleine Maus braucht ein neues Zuhause mit viel Zuwendung, damit sie glücklich ist. Kira wurde 2006 geboren und ist nicht mehr die ganz junge Dame, aber noch fit und gesund. Es wäre sehr schön, wenn sie die nächsten Jahre mit Menschenfreunden verbringen könnte, die ihr Kuschelbedürfnis stillen können. Kira könnte in jede familiäre Konstellation aufgenommen werden. Mit dem Alleinebleiben hat das Hündchen auch keine Probleme. Es sollten allerdings keine ganzen Arbeitstage sein, an denen sie alleine wäre. Kira geht gern spazieren, es müssen aber keine riesigen Runden sein. Sie ist stubenrein, Auto fährt sie allerdings nicht so gerne. In den Frühling mit ihren neuen Menschenfreunden, das wäre für die kleine Kira ein großes Geschenk. Außerdem stellen wir noch einen Fundkater vor, der seit Anfang März in Hohenkirchen beobachtet wurde. Weil er nicht wieder weggehen wollte, wurde er am 18. März in die Achinoa gebracht. Der Kater ist nicht kastriert und nicht gechippt. Wahrscheinlich ist er auf Brautschau gewesen und hat sich verirrt. Möglich wäre auch, dass er aus der weiteren Umgebung von Hohenkirchen stammt. Lange Zeit war er allerdings nicht unterwegs, das zeigt sein gepflegtes Erscheinungsbild. Den schönen Kater sollen seine Besitzer erkennen und ihn schnell aus der Gefangenschaft befreien.